Dieser wunderschöne Pullover ist jetzt verfügbar und das Gute sogar in 3x XL. Viele haben sich größere Größen gewünscht. Der ist jetzt in allen Größen verfügbar, plus zu jeder Bestellung auch noch eine handsignierte, limitierte Weihnachtsautogrammkarte dazu. Gehstift für Gönn, Abfahrt. Ich werde mir jetzt kurz was zu snacken reinhauen, Digga. Oder die haben ja wieder maßlos übertrieben, Digga. Salat und einmal Spaghetti Bolognese. Ich werde mir jetzt kurz auf entspannt was zu snacken reinziehen und wir werden auf die TikTok-Videos, die ich geliked habe, reagieren. Als allererstes haben wir hier. My grandpa hold him? All right, bet. Okay, you non-believers. What about this? Can you give him a big smile, Snappy? Attaboy, he's a good boy. So tiny. Now what do you think, folks? You think I got a friendly turtle or what? Bruder, das Ding wiegt gefühlt mehr als meine Freundin. Loves to be petted and held, just like I told you. Old Joel and Lion. Schildkröten sind wunderschöne Tiere, Digga. Können einen Finger abreißen. Ich denke nicht, dass er einen Finger abreißen kann. Wenn er möchte, beißt er dir den ganzen Finger ab. Don't even f***ing talk to me. Bruder, da hat der Hund wohl ein bisschen Dollar an der Leine gezogen. Die Lache von der Person im Hintergrund auch. Also und jetzt, Bruder. Also ich weiß nicht, wer diesen Trend ins Rollen gebracht hat. Ich weiß es nicht. Bruder, ich krieg hunderte Videos geschickt von Schultoiletten in Deutschland mit meinem Bild auf der Toilette. Wer hat das in der? Was soll das? Wer ist darauf auf die Idee gekommen, oh, ich hänge mal ein paar Bilder vom Montag auf unserer Toilette auf. Wenn es wenigstens auf der Frauentoilette wäre. Boah, da ist aber eine Nudel schon runtergerutscht, Digga, ohne dass ich sie gekaut habe. Huch. Also, Bruder, muss los. Boah, guck mal, wie riesig, Digga. Digga. Also Bruder, von dem will ich keine Links-Rechts-Kombination bekommen. Bin jetzt kein Experte, aber ist das ein Braunbär oder ein Grizzly? Ein Eisbär. Ah ja, danke, Jungs. Ach Bruder, also ich sag ganz ehrlich. Ich bin noch klein und drei, komm her und leck mein Ei. Ich lade dich ein, ich bin Hamza. Taschisch an Ecke dienen, so ganz schnell Geld verdienen. Ich zeig. Was soll die Kacke, Alter? In meiner Berufsschule hängen auch Bilder von dir. Bruder, in gefühlt jeder Toilette hängen Bilder von mir. Wenn du mal Darmverstopfung hast, guck einfach Onkel Monte an und dann flutscht das von alleine. Weil, Bruder, da musst du voll abkacken. Bruder, was soll das, Alter? Bruder, tut mir fast schon ein bisschen leid im Nachhinein. Monte, du bist auch herzlich eingeladen zu meinem Fantreffen am 4.12. in Buxtehude bei Mehmet um 16 Uhr da. Und du kriegst auch gerne einen Döner auf meinen Nacken und eine Autogrammkarte von mir. Wäre auch übelst nice, wenn du mir dieses geile Buch unterschreiben könntest hier rein. Und melde dich gerne. Ich kann leider die Kommentare nicht angucken, weil ich nicht angemeldet bin. Aber ich habe ihnen in den Kommentar geschrieben, sorry, an den Tag bin ich in Afrika. Das tat mir dann im Nachhinein ein bisschen leid. Im Nachhinein tat es mir dann doch ein bisschen leid. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Digga, hä? Der lädt mich ein und sagt, ich krieg von ihm ein Autogramm. Bruder, da habe ich so gedacht, hat er sich versprochen oder was? Geh doch hin. Naja, ihr könnt ja hingehen. Das ist aber dieser andere King-Move. Huch. I'm Mr. Bodycatcher. Digga, das ist dieser andere Coolness-Move, den er da gebracht hat, oder? Also, ich kenne diese Person jetzt nicht, die wir uns angucken, okay? Ich kenne die Person nicht. Ich habe mir mehrere Videos angeguckt und ich finde ihn so unterhalten, Digga. Wie er das erklärt. Also die war 15, ich war 19 und dann bin ich gleich zur See. Du bist mit 19 Vater geworden und die war 15? Die war 15 und danach bist du direkt zur See. Ich hab da so eine Kopfschmerzen gekriegt, als ich das immer gehört habe. Bin gleich auf See und da bin ich erstmal... Bevor das Kind geboren wurde? Sie sagte, sie ist schwanger. Ich sage, ach, das ist ja schön, da freue ich mich ja sehr. Und dann war ich weg. Ich hab's, Mensch, er bebracht da nicht immer so direkt. Ich war nicht mehr da. So. Bruder, wie er das erklärt hat, Bruder. Und dann bin ich gleich zur See. Du bist mit 19 Vater geworden und die war 15? Die war 15 und danach bist du direkt zur See. Ich hab da so eine Kopfschmerzen gekriegt, als ich das immer gehört habe. Bin gleich auf See und da bin ich erstmal geblieben. Bevor das Kind geboren wurde? Sie sagte, sie ist schwanger. Ich sage, ach, das ist ja schön, da freue ich mich ja sehr. Und dann war ich weg. Ich hab's, Mensch, er bebracht da nicht immer so direkt, ich war nicht mehr da. So. Bruder, ich hab mir den ein bisschen angeguckt. Ich fand schon, der hat schon ein paar lustige Videos. Hatte meine Freundin, die hat gesagt, komm, Frank, heute gibt's Gulasch, wa? Und ich hab das nicht gemerkt, so, wa?
So. Und dann sagte, hat sie geschmeckt, das war auch eigentlich ganz übel. Und dann war der Tofu, da musste ich mich übergeben. Ich habe mich gleich übergeben. Ja, aber gibt's da ja nicht, ist da sowas nicht. Aber wenn du es geschmacklich nicht merkst, worauf pochst du denn da? Ich will nicht unehrlich essen, ich will ehrlich essen. Ja. So, Mann, wo musst du denn jetzt hoch? Den finde ich schon ziemlich lustig, muss ich ehrlicherweise sagen, Digga. Das ist auch ziemlich geil, das Video hier. Wo ist der Dick? Wo ist er? Wo ist er? Oh, Dick. Hey, Dick. What? What you doing? Give me a hug. I miss you. That's from ziemlich süß. What? You told me about your day? Yeah. Alter Fosse, wann wieder hier Thailand? Die Ladyboy warten dich schon und mach mal deine Pupu mal. Aua! Huch, die meint dich? Dann hat sie aber sich versprochen, denn, ich sag dir ehrlich, Bruder, wenn mach ich ihren Popo-Aua. Ich hab schon viele geisteskranke Tattoo-Künstler gesehen, aber dieser Tattoo-Künstler ist, glaube ich, einer der heftigsten, den ich jemals gesehen habe, Digga. Bruder. Der hat nur so geisteskranke Tattoos, Digga. Guckt euch das mal an. Digga. Bruder, das sieht geisteskrank aus. Das ist geisteskrank, Digga. Das ist schon weit weg von dem normalen Tattoo-Artist. What the fuck, Bruder? Geisteskrank. Also wirklich, ich habe natürlich schon gecheckt, der kommt aus Amerika und ist bis 2022 ausgebucht. Ja, genau mein Humor. Beste, Bruder. Mm. Hey, Bam! Die scheiße Dosen! Alex, ich bin da, du. Aber man muss teilweise auch sagen, korrekt, dass sie es gemacht haben, ne? Ist auch nicht selbstverständlich, Digga. Marley does not want to play with you. Can you please leave her alone? Bruder, das ist so wirklich so diese Labrador-Retriever-Mentalität. Ne? Ich liebe das. Wenn man Deutsch-Beleidigungen von Freunden lernt, ah, fühle ich auch, Digga. Aber einige Beleidigungen will er noch loswerden. Ich fick meine Mutter. Ja, können Sie machen. Soll ich sie jetzt direkt nehmen? Aber einige Beleidigungen will er noch loswerden. Stell dir einfach vor, du bist Polizist und Digga, du denkst, da werde ich jetzt übelst beleidigt. Und er sagt einfach, ich f*** meine Mutter, ich bin ein Sohn. Ja, moin. Hier auch nochmal ein bester Tattoo-Artist aller Zeiten. OMG, I couldn't look. OMG, I couldn't look. Ich habe noch nie sowas Leckeres gesehen. Ach, Digga. Bruder, vertraut mir. Bruder, ich habe noch nie so schöne Hotdogs gesehen. Cousin ist auch ein heftiger... Bruder, ich habe hier so ein Lachflash geschoben. Cousin, seine Lache, wenn er unsere Stimme hört, ist so geil, dieses... Digga. Mit dem Cousin? Runter mit dir, du Arschloch.
Hände hoch, du Arschloch, und ab in den Raum da. Einfach drei Stimmlagen bei der Lache, hab ich noch nie gehört, Digga. Du Arschloch, und ab in den Raum da. Oh, Bruder, ja, Mann, das habe ich gefühlt. Solange ich schon nicht mehr gezeigt habe, zeige ich sie euch nochmal, die wahrscheinlich bekannteste Dusche auf ganz TikTok. Das war der Blick aus dem offenen Wohn- und Esszimmerbereich. Jetzt müssen wir schnell die alte Schultreppe hochrennen. Das ist nämlich noch die Originalschultreppe aus der Schulzeit. Da wartet auch schon der kleine... Bruder, die Dusche ist echt geisteskrank. ...kleine Finley. Und eigentlich könnte man hier durchlaufen, aber da ist gerade riesiges Chaos, wenn mein Mann seine ganze Anime-Sammlung neu sortiert. Deswegen muss ich durchs Schlafzimmer ins Badezimmer gehen. Vorbei an dem ultraschweren Betonwaschbecken, was vier Männer hochtragen mussten, ab... unter die Dusche mit offenem Fenster, in die jeder reingucken kann. Von da aus könnte ich beim Duschen auch Fernsehen gucken. Und das ist die Dusche. Ist schon eine geile Dusche, Digga. Also natürlich Schmutz. Ne, ich find's geil, Digga. Stell dir einfach vor, du sitzt unten auf dem Sofa, deine Alte geht oben duschen. Stell dir vor, du hast Besuch, dann ist schlecht. Montana Black telefoniert mit Jizzes. Ja gut, okay. Der Bruder ist auch bei der Sky-Doku gewesen. Jo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich sollte die berühmteste Person anrufen, die in meinem Handy ist. Ah, das bin ich? Ja. Nein, kann ich glauben, ich bin berühmter. Nein. Die Verbindung ist nicht so geil, aber egal. Korrekt, dass du rangegangen bist. Natürlich, bei dir immer, Monty. Dann will ich nicht weiter stören. Ich danke dir. Mein berühmtester. Mach's gut. Lass dir gut gehen. Danke dir. Ciao, ciao. Das war mir so unangenehm, Digga. Weil ich rufe nie Leute so... mit FaceTime an, es sei denn, man hat schon vorher mal FaceTime. Und die Challenge war, die berühmteste Person in seinem Handy per FaceTime anzurufen, Digga. Hat mich so gefreut, dass gar so rangegangen ist auch. Bei mir machen aber die roten Zwiebeln wie ja diesen anderen Breakdance. Oh. Ja, das ist schon unter der Gürtellinie, aber trotzdem auch heftig, Digga. Lieber bin ich mit dir besser aufgehoben als wir mit dir und ich sollte dir noch was sagen. Guck mal, du willst die ganze Zeit deinen Mund verdecken und meine Augenbrauen sind irgendwie nicht so. Guck mal, warte mal. Er hat wirklich sein ganzes Leben drauf gewartet, Digga. Zahnarzt ruft gerade an. Oh! Warte mal. Hallo! Salam alaikum, Bruder! Digga! Er hat wirklich sein ganzes Leben darauf gewartet. Am meisten fühle ich, wie er einfach ins Telefon geht und noch Salam Alaikum sagt, Digga. Oh, guck mal, lieber bin ich mit dir besser aufgehoben als wir mit dir und ich sollte dir noch was sagen. Guck mal, du willst die ganze Zeit deinen Mund verdecken und meine Augenbrauen sind irgendwie nicht so. Guck mal, warte mal, dein Zahnarzt ruft gerade an. Oh! Warte mal. Salam Alaikum! Hallo! Salam Alaikum, Bruder! Er hat auf jeden Fall sein ganzes Leben drauf gewartet und sein Auftritt war auch gut, Digga. Wenn man seinen afrikanischen Vater nur eine Frage stellen will. Also ich fühle das, Digga, weil ich bin damals, als ich jung war, so in dem Alter von 6 bis 12 ungefähr, hatte ich eine gute Freundin, der ich im Kindergarten war, die kam aus Ghana und ich habe bei der auch viel zu Hause gechillt und deswegen kann ich es gut nachvollziehen, was da passiert, Digga. Papa, darf ich kurz rein? Ich habe eine kurze Frage. Du kommst hier round Croft, hab ich ja gesagt. Hab ich ja gesagt? Okay, ich guck mal. Oh, das für drei. Du machst wieder der Tour auf. Hab ich ja gesagt? Mach noch einmal. Das ist kein Film, ne? Hallo. Papa, darf ich kurz rein? Wer ist da? Jeff. Was willst du? Ich will nur kurz was fragen. Warum nervst du mir? Ich brauche eine neue Jacke. Zu gut, Digga. Habe ich mies gefeiert. Das ist auch wunderschön, Digga. Yo, Hector. Digga. So, dude. So surreal. Good morning. So surreal, oder? Sagt ehrlich. What are you gonna be for Halloween? Bruder, wie wunderschön dieses Tier einfach ist, ne? Digga. Bald Eagle. Bruder, so ein schönes Auto, ne?
Die Woche dürfen Simba und Pumba duschen und wie man sieht, lieben die das total. Sie breiten extra die Flügel auf, sie stellen das ganze Gefieder auf, dass das Wasser auch wirklich überall hinkommt. Und das Spannende ist, dass Simba und Pumba überwiegend duschen, wenn das Wasser kalt ist, also wirklich eiskalt. Wenn ich da meine Hand runterhalte, dann wird die innerhalb von Sekunden rot. Aber wenn ich das Wasser wärmer stelle, dann hören die auf, dann setzen die sich an den Rand und haben keine Lust drauf. Also? Sehr, auch sehr schöne Tiere, Digga. Oh, Brudi. Huch. Das waren gute Zeiten.